ruhig. Gehen Sie ruhig Couch gucken, aber verlieren Sie dabei nicht den Blick fürs Große und Ganze. Denn im Großen und Ganzen geht es doch vor allem darum, dass es trotz aller Katastrophen hierzulande weitergeht. Und damit es weitergeht, brauchen wir Wachstum. Wachstum um jeden Preis. Aber was? Was kann, ja, was muss die Regierung jetzt tun, damit das Wachstum weiter wächst? Ganz einfach, sie muss den Hammer rausholen, den Sparhammer. Das heißt, es ist laut Angela Merkel unabdingbar, dass wir dem Verhältnis von Zukunftsinvestitionen zu Sozialausgaben eine neue Austarierung machen. Austarieren bedeutet auf Deutsch ins Gleichgewicht bringen. Das wiederum bedeutet, nicht bei denen ein wenig mehr zu holen, die etwas mehr geben könnten, sondern denen weniger mehr zu geben, bei denen nichts zu holen ist. Man nennt es auch Gerechtigkeitslücke. Kommt jemand zum Zahnarzt, der hat keinen einzigen Zahn mehr im Mund. Herr Doktor, ich habe eine Zahnlücke. Sagt der Arzt, na und, Sie haben ja eh nichts zu beißen. Ja. Es gibt eben in jeder Gesellschaft solche und solche, solche, die mehr haben, solche, die weniger haben. Hören Sie mal, wenn wir alle gleich viel hätten, das wäre doch langweilig. Nein, nur wenn es welche gibt, die etwas haben, was die anderen nicht haben, was sie aber auch unbedingt haben wollen. Nur dann entsteht diese Kraft, die letztendlich Wachstum schafft, die Gier. Was ist das für ein Tier, die Gier? Es frisst in mir, es frisst in dir, will mehr und mehr und frisst uns leer. Wo kommt das her, das Tier? Und wer erschuf sie nur, die Kreatur? Wo ist das finstere Höllenloch, aus dem die Teufelsbestie kroch, die sich allein dadurch vermehrt, indem sie dich und mich verzehrt? Und wann fängt dieses Elend an, dass man genug nicht kriegen kann und plötzlich einfach so vergisst, dass man doch längst gesättigt ist und weiter frisst und frisst und frisst und trifft dann so ein Nimmersatt auf jemanden, der etwas hat, was er nicht hat und gar nicht braucht, dann will er es auch. Wie? Das soll es schon gewesen sein. Nein, einer geht bestimmt noch rein. Und überhaupt, da ist doch wer, der frisst tatsächlich noch viel mehr. Und plötzlich sind sie dann zu zweit. Die Gier und ihre Brut, der Neid. Das bringt mich doch mal ins Grab, dass der was hat, was ich nicht hab. Dass der wo ist, wo ich nicht bin, das will ich auch, da muss ich hin. Warum denn der, warum nicht ich, was der für sich, will ich für mich. Der lebt in Saus und lebt in Braus mit Frau und Hund und Geld und Haus und hängt den coolen Großkotz raus, wahrscheinlich alles auf Kredit. Der protzt und prahlt und strotzt und strahlt, wie der schon geht, wie der schon steht, wie der sich um sich selber dreht und wie der aus dem Auto steigt und aller Welt den Hintern zeigt. Blasierte Sau! Und seine Frau ist ganz genauso arrogant und dekutant und diese Blagen, die es wagen, die Nasen so unendlich hoch zu tragen. Da hört aber auf, der Spaß. So kommt zu Neid und Gier der Hass. Und sind die erst einmal zu dritt, fehlt nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis dass der Mensch komplett verroht und schlägt den anderen halb tot. Und wenn ihr fragt, wer hat ihn bloß so weit gebracht, das hat allein die Gier gemacht. Sehr schön, Herr Schmidtler. Sehr schön. Ja. Herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen.